Willkommen bei Gartenbau. Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Gartenjahr. Ja, und wir beginnen gleich heute neu, mein Weihnachten, eine Gartenbau.de-Skulptur. Reine Kettensägearbeit. Nur ein bisschen fein nachgeschliffen, damit man es nicht so rau ist. Also wunderbar gemacht. Da habe ich mich natürlich übelst gefreut. Ja, das ist natürlich eine feine Sache. Das wird erstmal sehen, erstmal hier stehen bleiben. Werden wir sehen. Ja, wie ihr seht, ich sitze hier im frischen Geranien in Blüten. Normalerweise sind die um dieser Zeit weg, aber ja, die Pflanzen wissen mehr als wir vielleicht vom Wetter her und vom Klima. Denn normalerweise im Januar ist da keine einzige Blüte mehr drin, die sind schon runtergeschnitten. Aber bleiben wir halt so sitzen. Also wir haben dieses Jahr wieder eine Menge vor. Ein rollendes Gewächshaus wollen wir bauen. Das dokumentieren wir dann, zeigen wir euch. Da ist es jetzt noch draußen zu nass. Ja, also lasst euch überraschen. Dann werden wir natürlich uns noch mehr den Klimaverhältnissen anpassen mit der Gärtnerei. Ja, wenn ihr mal zurückschaut, wir waren ja im letzten Dreh im Gewächshaus oder im vorletzten, das weiß ich jetzt nicht. Unsere Radieschen gucken schon, mal sehen, wenn es jetzt die Sonne wieder kommt, dann ernten wir vielleicht, wenn wir Glück haben, schon Anfang Februar Radieschen. Aber das zeigen wir dann noch alles. Dann werden wir uns mehr spezialisieren, nochmal euch zeigen, wie man etwas leichter reparieren kann. Wir haben ja schon eine Menge Videos da drin. Ja, so, und für alle die, die im Garten gleich direkt am Haus haben, legt los, macht was und denkt auch noch alle dran. Denkt nicht an den Kraftstoff, an die Kraftstoffpreise. Und wenn ihr gärtnert, braucht euer Auto nicht. Ja, jetzt wäre auch die Zeit, Hochbeete zu bauen und. Oder wer gar kein Beet hat, es gibt ja mehr als genug Gärten, wo alles bloß grün ist, grüner Rasen. Mein Opa hatte mal gesagt, einen Rasen zu pflegen macht mehr Arbeit, als ein Beet durchzuhacken. Mit einem Jahr muss ich ihnen auch noch recht geben. Ja, und wenn ihr euer Gemüse selber anbaut, das trägt zum CO2-Abbau bei. Ja? Ja, und wenn er es dann noch einkocht oder einfriert, na, einfrieren ist immer so eine Sache, weil beim Einfrieren ist die Haltbarkeit ziemlich kurz. Aber wenn er es dann einkocht, ich weiß, da braucht er wieder Elektroenergie oder Gas, aber die Kette vom Garten bis rein, sagen wir mal, da wo er einkocht, entweder in der Küche oder in der Waschküche oder wer das hat, ist sehr kurz. Es müssen keine LKWs fahren. Ja? So, also, wie gesagt, wir werden das auch dieses Jahr noch mal mehr dokumentieren. Ja, wir wissen ja alle nicht, wie das so weitergeht. Aber wie gesagt, für uns ist jetzt schon Gartenzeit draußen. Also wir fangen schon an, auch wenn es noch ein bisschen matschig ist. Darum sitze ich hier drinnen. Zu den guten Vorsätzen noch mal. Denkt auch ans Wasser, gerade beim Einsatz von Giften oder gerade beim Dünger. Ja, unser Wasser ist schon belastet, die noch gerade mit Nitrat. Und man braucht normalerweise, reicht der Komposthaufen aus, Komposterde. Ja, immer dann an den Umweltschutz auch im eigenen Garten denken. Ja, das ist ja wichtig. So, also wirklich überlegen, muss ich jetzt unbedingt Chemie einsetzen oder tut es Kompost oder mein Mulch draußen im Garten? Nicht Rindmulch, nein, sondern Mulch ist ja eigentlich, wenn man Grünzeug da gleich liegen lässt. Ja, das sieht vielleicht im ersten Augenblick nicht ganz so schön aus, wie wenn man dann Mulch, den gekauften Mulch nimmt, aber man tut was für die Umwelt. Und bei dem gekauften Mulch, weil wir schon mal gleich dabei sind, müsst ihr aufpassen, das ist meistens aus Nadelgehölzen. Und wenn unser Boden eins im Garten nicht sie brauchen kann, dann ist saurer Boden. Höchstens bei Rhododendron und solchen Pflanzen. Aber ansonsten, wer zu viel mulcht um Rosen mit einer erwischten Mulch von Nadelgehölzen, dann kann es passieren, dass sie nachher nicht mehr blühen. Ja, weil die brauchen ja nur alles, aber keinen sauren Boden. Ja, so weit so ein bisschen für unsere Umwelt was zu tun. Aber wie gesagt, und jetzt zu den Vorsätzen nochmal, da sage ich eins, wenn man eine Idee hat und sich was vornimmt, alles was man nicht innerhalb von 7 Tagen, das stammt nicht von mir, das habe ich gelesen, gleich beginnt, wenigstens Anfang, das macht man nicht. Also wenn er sagt, ich will ein Hochbeet bauen, dann guckt er heute, heute ist Dienstag als Beispiel, dann müsst ihr bis zum Sonntag, müsst ihr wenigstens schon mal wenigstens irgendwo gemessen haben und ein paar Flöcke in die Erde geklopft haben, wo es hin soll. Ansonsten wird das nichts. Und jetzt ist die Jahreszeit ja ideal, noch was zu bauen. Und was dem ein bisschen Matsch auf dem Beeten betrifft, Gummistiefel wäre da die Lösung. Ja, also wie gesagt, gleich anfangen, wenn ihr eine Idee habt. Natürlich könnt ihr jetzt kein Beet umflügen oder umgraben, da ist es zu nass zu. Aber dann markiert es doch wenigstens. Dann habt ihr angefangen und dann seht ihr die Flöcke oder was weiß ich, was ihr nehmt oder packt 4 Steine hin. Oder, ja, und dann könnt ihr gleich, dann müsst ihr, wenn es abgetrocknet ist, gleich loslegen. Wenn man erst wartet bis zum März, wenn dieser Saison losgeht, ist ja eigentlich gar keine Zeit mehr. Rasen vorbereiten, also vertikutieren, dann geht das Mähen ja nachher wieder los. Die Hecken müssen gemacht werden und. Dann ist keine Zeit mehr. Ja? Aber jetzt ist Zeit. Ja? Ich habe das jetzt die letzten Tage schon gemerkt, es ist richtig angenehm, wenn es bis
nach 17 Uhr dann auch noch hell ist. Also die Tage werden wieder länger. Früh noch nicht, aber wie gesagt, nachmittags. Also nützt die Zeit dann auch, oder zumindest die jetzt tagsüber sehr lange arbeiten, dann wäre es ja noch die Möglichkeit, am Sonnabend sich mal draußen auszutoben. Ja? Und ich weiß, viele sagen, ja, schlechtes Wetter. Ich habe das mal gehört, eine gute alte russische Weisheit. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. So, ich wünsche euch viel Spaß im Gartenjahr. Vor allen Dingen schädlingsfrei, pilzfrei. Also ich rede nicht von den Pilzen, die wir essen können, sondern von Baumpilzen zum Beispiel. Ja, und so weiter. Aber da verweise ich auch nochmal, wie gesagt, auf unsere Kategorie Schädlinge und Krankheiten. Da ist wirklich alles beschrieben, wie man ohne der Chemiekeule gleich loslegen zu müssen. Selbst die Blattläuse laufen weg, wenn man es richtig macht. Ja? Da braucht er keine Chemiekeule einzusetzen. So, ansonsten viel Spaß, eine gute Ernte und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.